Ich bin der Christoph und ich habe eben meinen Bachelor an der EcoSign gemacht. Nach meinem Bachelor an der EcoSign mache ich jetzt den Master an der EcoSign in nachhaltigem Design Management. Also gerade nach dem Bachelor an der EcoSign in nachhaltigem Design macht dieser nächste Schritt zum Management, nachhaltigen Design Management, für mich einfach total viel Sinn, da auch nochmal vertiefend reinzugehen, sozusagen in die Strukturen von Unternehmen, wie die funktionieren, wo man Wandel bewegen kann, wo die Stellschrauben sind, und einfach ein Bewusstsein für Managementfragen zu bekommen auch. Die EcoSign macht zu einem besonderen Ort natürlich die Studierenden, aber vor allem auch die Dozierenden. Also die sind echt der Key für dieses Haus. Ja. Ich habe mich von Anfang an irgendwie eingeschossen auf dieses Kommunikationsdesign-Thema. Einen kurzen Exkurs zu Produktdesign, habe aber dann schnell erkannt, dass das Kommunikationsdesign eher meins ist. Erfolgreich. Die Ehe. Ich habe vor 3 Wochen geheiratet. Und die Fähigkeit, auf dem anderen erstmal sozusagen zuzuhören, die Probleme erstmal sozusagen wahrzunehmen und erst dann sozusagen zu handeln und dann zu gestalten sozusagen. Mit dem Master, mit dem Management Master würde ich sehr gerne konkret in Unternehmen gehen und dort die Fähigkeit haben, einen erheblichen Beitrag zu leisten zur Transformation und auch selber irgendwie dort zu unterstützen, wo große Schwachstellen eben in der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen sind. Servus, Digga. Ich habe eine kurze Frage. Wie hieß nochmal dieses Lied von Travis Scott, bei dem wir immer abgegangen sind nach den Prüfungen? 35, okay. 35. 35, nice. Ja. 35. Okay, danke. Ja, dann war es eh richtig. Dann habe ich eh das Richtige gerechnet. 35, okay. 35, nice. Danke. Was? Nicht mehr lang. Alles klar, ich komme nach. Ciao, ciao, ciao.